Ach. Ach, Was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Junge, Junge, Junge. Hier geht's ja runter. Warte, wo ist denn... Ah, da. Hey, Girl. Du bist in Sicherheit. Ich soll hier jemanden treffen. Wer ist da? Ah, du musst kein sein. Und du bist ein Mensch. Es erstaunt mich, dass du einem Vampir wie mir hilfst. Auch die Menschen hassen die Sarafan. Die Dinge, die sie tun, sind nicht richtig, nicht natürlich. Wenn die Vampire sie vertreiben, helfe ich euch. Wo finde ich das Schmugglerviertel? Es ist nur ein Steinwurf von hier entfernt. Geht durch die Tür. Der Gang dahinter führt direkt zu den Schmugglern. Aber pass auf dich auf. Dort unten gibt es Kerle, die dich sofort angreifen. Sprachdatei. Er hat gesagt, dann werden sie sterben. So, ich sag's nur. Damit jetzt keiner denkt, er hätte irgendwas verpasst. Sag nur, dass ich dir geholfen habe. Bitte. Sie hat mir die dunkle Gabe versprochen, wenn ich ihr gehorche. Du sagst es ihr doch, oder? Ich bin sicher, dass du bekommst, was du verdienst. Auf die eine oder andere Weise. Kapitel! Hallo, Kain. Du hast die Wachen getäuscht. Sie waren nur Menschen. Willkommen in einem wahren Kleinort unserer schönen Stadt, dem Schmugglerviertel. Auch wenn es kaum vorstellbar ist, dieses Viertel ist noch verwahrloster als die Slums. Überall lauern Mörder und Diebe. Und natürlich kochen auch die Sarafanen ihr Süppchen. Rechne nicht damit, dass dir die Menschen helfen. Im Gegenteil, pass auf dich auf. Ich lege keinen Wert auf Ihre Gastfreundschaft. Du sagtest, ich müsse einen Geheimgang der Schmuggler finden? Ja, er muss irgendwo in diesem Viertel sein. Ich weiß aber nicht wo. Ich habe ein Mitglied der Kabal gebeten, dir bei der Suche zu helfen. Du findest ihn in der Taverne im Herzen des Viertels. Wie erkenne ich diese Person? Er wird dich erkennen. Finde die Taverne, schnell. Wir unterhalten uns später. Hier müssen wir hin, okay. Wir müssen erstmal runter. Nein, geh weg. Ja, ich versuche doch wegzugehen, mein Herr. Könnt ihr bitte mal alle aus dem Weg gehen? Leute, ernsthaft? Okay, 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 pass auf. Das kriegen wir alles hin. Und dann da rein. Oh, sie hat mich bald gesehen. Gefahr. Wundervoll. Ah, sowas mag ich.
so schnell kann's gehen. Jetzt wird man den ganzen Weg wieder nach oben latschen. Hurra, hurra. Aber ich habe ein paar Snacks vorbereitet. Eine Truhe. Kann ich nicht machen. Das ist äußerst schade. Wo ist der Ton? Es gibt hier überhaupt keinen Ton. Hallo? Okay, es ist auf einmal enorm ruhig hier, was ich ein bisschen komisch finde. Das will ich nicht. Da wäre ich mir nicht so sicher. So leicht lässt er sich nicht übers Ohr hauen. Gestern hat er es auch nicht gemerkt. Sag ihm nicht, dass ich dich kenne. 30% für eine lausige Nacht. Das ist Wucher. Dafür haben wir ein Bett, in dem uns die Seraphaden nichts suchen. Das ist nicht fair. Schließlich hatte ich das ganze Risiko, als ich das Zeug geklaut habe. Wehe, du holst dich aus bei mir, wenn er dich zum Krüppel geschlagen hat. Was haben wir denn da? Ja, was denn? Was haben wir denn da? Erzähl mal. Hey Girl, kommst du zurück? Ja, ich hab da was mit dir vor. Hallo. Guck mal. Das tut mir aber leid. Merkst du es? Nein, du merkst es nicht mal. Es ist dir egal. Das ist nicht besonders kollegial von dir. Ah, guck mal, hier kann ich direkt weitermachen. Das ist doch schön. Ich kann euch jetzt alle töten. Nice. Euch auch. Könntest du auch treffen, das wäre sehr nett. I've been everywhere, man. I've been everywhere. So. Das ist doch mal eine Schlurfparty hier. Dich juckt das nicht so, ne? Und ich komme hier aber auch nicht dran, glaube ich, ne? Ne. Schade. Hallo, hey. Kannst du mal ein bisschen Mitgefühl zeigen für deine Kundschaft, die hier gerade gestorben ist? Nicht?
sind ein paar Leute hier. Unmöglich. Hey, du. Ah, Herr, darf ich mich zu euch setzen? Du kennst mich? Ich sollte nach euch Ausschau halten, Herr. Ja, ja, Herr. Ich bin ein Freund der Kabal, Herr. Einer von vielen in der Stadt. Ich soll euch helfen. Dann tu das. Ich warte. Der Geheimgang, den ihr sucht, beginnt in einer unterirdischen Höhle. Die Diebe haben einen Eingang außerhalb der Kirche. Doch dort lassen sie nur ihresgleichen passieren. Ihr, Herr, müsst hinter der Kirche nach einem Aufzug suchen. Er bringt euch nach unten. Und wo genau ist dieser Aufzug? In einem eingestürzten Teil des Viertels, hinter der Kirche. Aber denkt daran, niemand außer den Dieben darf die Kirche betreten. Die Wachen dort werden euch angreifen, sobald sie euch sehen. Ich werde vorsichtig sein. Hilfe! Hilft mir denn keiner, bitte! Wachen! Holt die Sarafan! Besuch! Erstmal mal zu trinken auf. Das schmeckt. So, damit ist uns der Rückweg nach hier verschlossen worden. Weil Kollegen dort vor der Tür stehen. Deswegen dürfen wir jetzt nicht mehr raus. Ist halt so. Lass mich in Ruhe. Hör mal. Wie redest du mit mir? Ich glaub's ja wohl. Oh, ja Mensch, du hast mich jetzt aber überrascht. Aha. Hey. Guck mal, wie synchron sie geflogen und gestorben sind. Ist das nicht schön? Oh. Oh, oh, das ist aber sehr ungünstig, Freund. Das ist ungünstig gewesen. Cool, jetzt kriegt man ein richtiges Schwert, ey. Ich wollte den so gerne so richtig schön sneaky umbringen, aber ist hier nicht noch eine? Nicht? Hier ist nicht mal zum zweiten. Doch, der sieht mich aber nicht. Dann halt nicht. Okay, das wird aufregend. Aha. Okay. Eine geheimnisvolle Gestalt, die wir eben schon gesehen haben. Wer könnte das sein? Was will er von uns? Ah, ich sehe Nebel. Was lacht der denn so doof? Du hältst dich wohl für besonders schlau. Pass mal auf, du. Ich zeig dir mal einen kleinen Trick. Ich zeig dir mal einen kleinen Zaubertrick. Tada! Das war mein Zaubertrick übrigens.